So. So. Hier würde ich dann Erde reinmachen. So. Fürs Erste zumindest. Diese Linie hier. So. Na, dann kann man sich dann überlegen, zum Beispiel. Huch, das wollte ich gar nicht. Aber dann irgendwo noch eine normale Tür einzubauen. Aber hier müssten wir jetzt, wenn wir das noch schön ausfackeln, nachher eigentlich safe sein. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob das mit den Ecken so funktioniert. Und hier fehlen halt noch Fackeln, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir oben noch Kohle haben oder so. Müssen wir mal gucken. Oder Fackeln noch irgendwo gelagert. Kohle haben wir noch ein bisschen. So. So, Nacht wird's auch schon wieder fast. Aber so müsste das funktionieren. Mit der Sicherheit, hoffe ich. Aber ich glaube, die Ecken sind trotzdem noch nicht sicher, ne? Man könnte vielleicht sagen, man macht so. Weil sonst ist, glaube ich, die Gefahr, dass die da in diese, in diesen, ne, da wo wir jetzt auch gerade drauf gehen, draufsteigen. So, wir müssen mal kurz schlafen. Ich glaube, diese Gefahr besteht noch dabei. Deswegen müssen wir dann noch mal gucken, ne? Ansonsten geht das eigentlich fast, ne? Man könnte vielleicht gucken, dass man es in die Richtung noch ein bisschen weiter macht. Und hier noch ein bisschen nach hinten. Ich muss das mit dem Wasser tiefer machen. Und wir sollten uns vielleicht mal eine Schaufel machen.
Ich war jetzt gerade zu faul zum Hochgehen. Kann ich mit dem Stein noch schaufeln? Nee, natürlich nicht. Mann! Dieses Spiel hasst mich manchmal einfach. Manchmal hasst mich dieses Spiel. Huch, ich. Ja, gut, scheiß drauf. Nehmen wir halt den ganzen Dingens mit. Ein ganzer ist es ja auch nicht, aber. Ne? So, machen wir hier zack und zack. Dann geht das wenigstens ein bisschen schneller. Das Wasser machen wir erstmal trocken. Huch. So. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ohne Mod oder irgendwas zu gucken, wie gut ausgeleuchtet etwas oder ein Bereich ist? Geht das irgendwie? Ich frage mal in die Runde. So. Könnte man dann über diese Ecken auch drumherum Fackeln machen? Oder noch cooler wäre, wenn man natürlich irgendeinen Leuchteblock draufsetzt. Wollen wir so einen noch draufsetzen? Und dann vielleicht am Ende noch einen Slab? Könnte man machen, ne? Toll. Nein! Da wollte ich hin. Spitzhacke? Diddy-di-di-di-di. Ich habe den Fehler gerade selbst bemerkt, danke. War jetzt nicht so schlau, die da wegzumachen. So, und dann darauf noch ein Slap. Mach da mal kurz einfach so. Ich hätte jetzt auch die Bambus-Dinger nehmen können, natürlich. Aber ihr kennt mich, das fällt mir mal erst nachher ein, ne? So, jetzt machen wir noch kurz 4 Slappies. Schlappies. Irgendwie süß wie die Papageien, wenn man hier hochgeht, immer kuckeln. So, da brauchen wir ja wirklich nur 4 Stück. Die machen wir natürlich auch hier in diesem, Ziegelstufengedönse. So. Essen. So. Nun. Hä? So kann ich den nicht setzen. Zu doof. Jetzt. So. Sieht wahrscheinlich bescheuert aus. Aber was soll's. So.
Sag mal. Nein! Nein! Guck mal, hier können wir so hoch. Hey. Gut. Da fehlt er noch. Wieso habe ich jetzt mehr davon? Hä? Achso, da... Ja, ich verstehe. Da kam mehr raus, als ich... Naja. Egal. Egal. So. Da kann das hier noch weg. So. Dann brauchen wir hier irgendwo eine Wasserquelle. Ich mach mal hier. So. Dann machen wir hier noch ein paar Fackeln hin. Ihr wisst, ich bin da immer übervorsichtig, was Fackeln betrifft. So, dann brauche ich das Zuckerrohr wieder. Und dann würde ich sagen... Achso, jetzt habe ich natürlich da die Ecke gemacht, ich Depp. Aber wir können ja hier... Können ja mehrere machen. Und hieran erkennt man schon, dass es nicht symmetrisch ist. Aber das werden wir auf jeden Fall auch noch ausbessern. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Okay, das wusste ich auch nicht. Das ist ja cool. Gut zu wissen. Was ich das nächste Mal eh wieder nicht mehr weiß. So. Gut, wir haben schon wieder... Komm, wir gehen hier hoch. Einfach weil hier. El Papagayos. Oder sieht es einfach nur aus, als wird es dunkel, weil Regen. Kann natürlich auch sein. So, ich merke auf jeden Fall, ich muss auch langsam mal. Also der Kaffee, der will irgendwie wieder raus. Von daher. Sind wir auch da schon so weit. Ich sehe auch, zeitlich sind wir auch ziemlich gut im Timing. Und es ist wirklich Nacht. Huch. So, das bedeutet, wir sind mehr oder weniger am Ende. Guck mal, da hinten ist Sonnenaufgang. Und irgendwann werden wir da was gebaut haben, wo wir das dann auch schön genießen können. Wenn wir dann hier mal weitermachen. Schön.
Ich freue mich auch, dass ich es trotzdem gemacht habe, dass ich trotzdem aufgenommen habe. Ich weiß, in der Aufnahmesession war das eine oder andere Mimimi dabei. Und ja, eine lange Buddeltour. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich freue mich auf die nächste Aufnahmesession und ich hoffe sehr, dass es ein bisschen aufgeht, dass diese Planung jetzt geht, dass man wenigstens 3 Folgen pro Woche irgendwie hinbekommt. Aber wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn es nicht klappt. Es nervt mich genauso. Ne? Haben wir drüber gesprochen? Ich habe drüber gesprochen, besser gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt es. Und ja, wir sehen uns hoffentlich, warte, diese Folge müsste dann wahrscheinlich Montag rausgekommen sein, hoffentlich am Mittwoch wieder, hoffen wir es, beten wir dafür, dass es klappt. Bis dann und Tschüssikowski.